eigentlich erklärt, worum es ging. Ja, und auch nicht, warum sie ausgerechnet deine mich dafür brauchten. Ja. Und hätten sie es getan, hätte ich den Scheißjob gelernt. Es ist nur so, dass diese Kunstgalerie, ja, in den ersten Räumen ganz genauso ist, wie man sich so eine Kunstgalerie vorstellt. Ja, hier mit so Bildern an der Wand mit Obst und so. Ja, und dann wird es auch schon merkwürdig. Ja, wir gingen dann durch ein paar Räume, in denen die Bilder so gar nichts mehr darstellen. Mir so Kleckse, ja? Und unser Teil, also die neue Ausstellung, da sind überhaupt keine Bilder mehr da. Ja, überall nur so Stücke von Tieren, so also ein kleines Zelt aus Lehm oder was. Und so Ping-Pong-Bälle, die aus dem Luftgebläse rumhüpfen. Und so ein kleines Haus aus Beton war da. Und Videoaufnahmen von Leuten, die Gedichte vortragen. Ganz ehrlich, das war doch viel mehr wie ein Tag auf der Tür der Waldorfschule als in der Kunstgalerie. Ja, hier Biologie dort, Physik da, hier Englisch ganz hinten und Informatik neben der Toilette. Das hätte ich auch alles mal selbst machen können, also töte Tommy. Ja, so ein mies gelaunter alter Sack, der schon rumgezählt hat, weil ihm die Kaffeepause zu kurz war. Ja, jetzt könntest du es, du dumme Fotze, habe ich zu ihm gesagt. Ja, jetzt, wo du die Sachen gesehen hast. Ja, du bist nicht von selbst drauf gekommen, du bist also zu spät. Ich war zufrieden damit. Ihr habt den Satz hier vom Lehrer in der Schule geklaut. Also bis auf die dumme Fotze ist von mir. Ja, da gab es mal eine ähnliche Situation. Wir hatten einmal ein Gedicht gelesen und einer hat dasselbe gesagt wie Tommy. Also das hätte ich auch mal selbst schreiben können. Ja, weil es ein leichtes Gedicht war. Es war kurz, wir kannten alle Ausdrücke, es reimte sich nicht. Ja, der Lehrer sagte, nein, könntest du nicht. Jetzt, wo du das schon gelesen hast, jetzt könntest du es. Weil du es ja nur noch hart zu machen brauchst. Aber du bist nicht von selbst drauf gekommen. Also, ich fand das echt schlau.